Hallo liebe Zuschauer, hier ist MacTV und ihr seht schon, wenn ihr dieses Tischchen seht, ist Gefahr im Verzug. Software, Demos hier auf dem Mac und mit neuer Software, macOS Sonoma, habt ihr ja alle längst installiert und auch die Betas schon seit einiger Zeit. Aber trotzdem ist interessant, jetzt diese finale Version zu betrachten und dabei bestimmten Funktionen auch so ein bisschen in die Tiefe zu gehen und es nicht so an einem Tag und in einem Video so hastig irgendwie abzufrühstücken, sondern wir wollen uns ein bisschen Zeit lassen. Und manche finden es doof, manche finden es aber gerade gut. Und wir beide, Michael und ich, wir genießen das so ein bisschen, weil Weihnachten in der Mac-Welt gibt es ja auch nicht jeden Tag, aber heute ist so ein Tag. Hallo Michael. Hallo. Ja, und du weißt schon, was kommt. Wir werden jetzt FaceTime. Also FaceTime ist das Thema, das wir behandeln wollen. Und wir können euch sagen, das Ganze ist noch einigermaßen buggy, aber auch interessant. Und Apple ist hier und da auch angewiesen auf Drittanbieter, also Skype, Zoom und so weiter, um diese neuen Schnittstellen, die Apple da bereitstellt, für bestimmte Funktionen auch zu benutzen. Und kurioserweise, Apple nennt oft Zoom und andere, aber selten Skype. Und ich werde euch gleich zeigen, warum das der Fall ist, weil Skype ist so eine fiese Elektron-App, ne? Und die benutzen gar nicht mehr Apples eigentliche Programmierwerkzeuge und das ist halt irgendwie so eine Second-Rate-Software geworden irgendwie, naja. Aber am Anfang möchte ich euch zeigen, wie ihr diese Dinge, die wir jetzt hier zeigen, selber ausprobieren könnt. Denn normalerweise denkt man sich ja, mit FaceTime und so weiter, da braucht man immer irgendwie einen FaceTime-Partner, den man anrufen kann. Und das, was man dann hier macht, Screensharing und bestimmte Kameraeinstellungen, das sieht dann der Partner, aber man selber ja irgendwie nicht. Ne? Und dann müsste das am besten der neben einem sitzen und so weiter. Und das ist irgendwie ein bisschen kompliziert. Aber ich kann euch zeigen, wie ihr das tatsächlich selber so ein bisschen simulieren könnt. Und das zeige ich euch mal als erstes. Und dann könnt ihr nebenbei so ein bisschen mitspielen. Ja? Und zwar habe ich also hier zwei Apps. Das ist hier einfach jetzt ein Simple-Text-Dokument, das wir nachher brauchen, um mal so ein bisschen gemeinsam was zu bearbeiten. Und ihr könnt bei FaceTime einen neuen Link erstellen. Ne? Und früher hätte man dazu gesagt, einen Raum erstellen. Also Link erstellen, das ist jetzt praktisch ein FaceTime-Link. Ne? Und den könnt ihr hier sofort mit irgendeinem teilen, kopieren, irgendwie per AirMessage schicken. Aber der Link ist im Grunde schon hier. Und wartet noch, jetzt ist er hier, und er wartet noch darauf, dass da jetzt irgendwas mit passiert. Und ihr könnt dann hier wieder diese Info-Button hier rausbringen, den Link und dann jetzt teilnehmen. Ja. Oder auf diesen FaceTime-Button, auf diesen Kamera-Button klicken. Und jetzt könnt ihr hier nochmal ein paar Einstellungen vornehmen, Kamera einschalten, Mikrofon, wie man das so kennt. Oder auch einfach beitreten. So, und jetzt seid ihr also der einzige Teilnehmer in diesem Raum. Und deswegen ist jetzt diese Hauptfläche dunkel, weil ja noch keiner da ist. Nachher wird der Michael mal beitreten, ja, dann können wir den Michael sehen. Aber ihr selber seht euch da in diesem kleinen Thumbnail. Und der wichtigste und der eigentlich interessante Kandidat ist hier oben, dieses grüne Ding. Und da ist also dieses neue Verwaltungszentrum für FaceTime. Und tatsächlich ist es so, wenn ich jetzt nochmal Skype hinzunehme, ich habe hier schon und jetzt rufe ich mal die Audio- und Videoeinstellungen auf, also etwas, was auch diese Kamera benutzt. Und ich will jetzt auch tatsächlich diese FaceTime-Kamera haben, hier so. Und jetzt könnt ihr sehen, dass hier aus dieser Schaltzentrale ist so, hier sind so kleine Reiter erschienen. Jetzt kann ich umschalten zwischen FaceTime und Skype und nur FaceTime. Und da habe ich jetzt hier diese Buttons und jetzt gehe ich zu Skype und da habe ich andere Buttons, ne? Also hier gar keine beispielsweise. Und da könnt ihr sehen, FaceTime, ne, bietet hier mehr direkt an und Skype macht es gar nichts. Und Skype kriegt nur das, was man halt gar nicht verhindern kann, dass man es kriegt. Ne? Puh, scheiße. Aber vielleicht brauchen sie halt irgendwie noch ein halbes Jahr für Updates. Da dürft ihr nicht irgendwie die Haare raufen. Das ist so Work in Progress. Und Skype ist deswegen interessant, weil das ja so eine auf Web-Technologie basierte Cross-Plattform-Technologie ist, ne? Die halt einmal programmiert wird und dann steht es auf allen Plattformen zur Verfügung. Und bis jetzt dann aber diese Plattform umgestellt ist, das dauert immer so ein bisschen. Wohingegen die Software, die nativ Apple-Technologie benutzt, ne, die hat da halt einen Vorteil. Also ein bisschen so Nerd-Kram. Ja, und jetzt wartet ihr natürlich auf die tollen neuen Funktionen, die da eingebaut wurden, wo man diese Kamera verändern kann und so weiter. Und vor allem dann das Zusammenarbeiten ist ja das Interessante.
Und das möchte ich euch jetzt mal zeigen. Und zwar, aber teilweise kann ich es euch nur erzählen, weil nämlich ich habe hier ein MacBook mit M1 Prozessor, aber noch das alte MacBook Pro, noch mit einer Kamera, die nicht dieses Center Stage kann. Ja? Und dort fehlen dann ein paar Funktionen und da müssen wir jetzt stark sein und das uns einfach vorstellen. Ja? Und zwar, hier sehen wir also nur diese schwarze Kiste, ne? Wir wollen aber in dieses Menü. Und bei den besseren Kameras, sobald man mit der Maus hier drüber fährt, kriegt man hier so ein kleines Rädchen, wo man also die Zoomstufe einstellen kann. Man hat hier so einen Button, um es zu zentrieren. Ja, und das fehlt halt jetzt. Und man kann dann eben, wenn man das eingezoomt hat, kann man dann mit dem Button auch noch so links, rechts, rauf, runter das verschieben. Und Michael, du hast es bei dir. Möchtest du mal kurz erzählen, wie gut das funktioniert? Ja, ihr seht im Prinzip ja schon das Resultat von dem Ganzen. Meine Abbildung in dem großen Fenster, das wir jetzt neben dem Jörn sehen, ist mein Kopf deutlich größer, als es normal wäre, wenn die Studio-Display-Kamera das macht. Ich kann mal versuchen, ich hoffe, dass ich nicht alles verstellt habe damit, dass ich das jetzt mal um... Jetzt bist du auch in diesem Menü, oder? Ah ja, guck mal. Ja, ne? Schau. Ja. Jetzt kann ich hier einen Zoom machen und mit dem Zoom werde ich allerdings auch dezentralisiert. Das heißt, wenn ich jetzt wieder auf diesen Zentrieren-Button, der rechts oben ist, den könnt ihr natürlich nicht sehen, denn den habe ich nur am Bildschirm, aber das Resultat werdet ihr gleich sehen. Ich drücke da drauf, dann werde ich jetzt wieder zentriert. Und wenn ich von dieser Einstellung jetzt etwas größer werde, dann bleibt mein Kopf auch weiter oben. Ja? Der wird also dann nicht wieder nach unten geschoben. Und das finde ich ganz raffiniert, weil ich nämlich auf die Tour, ohne dass ich meinen Bildschirm so hin und her wuchten muss, dass ich in eine vernünftige Position komme, kann ich das jetzt wirklich softwaremäßig einstellen. Finde ich toll. Ja, ist auf jeden Fall eine Verbesserung. Und nur so ein bisschen bitter, eine Apple hat sich da Mühe gegeben mit diesem Folgemodus und so weiter. Aber für manche Szenarien ist besser, man hat eine Kontrolle. Hat vielleicht dann irgendwie auch am Rand irgendwie was, was dann der Kunde oder der Gesprächspartner nicht sehen soll. Irgendwie da liegt dann ein Hund und so, weil man ihn halt normalerweise zum Nachbarn gibt zum Aufpassen, aber jetzt liegt er halt da im Büro und so, ne? Das ist ja ein bisschen doof. Was nutzt der Folgemodus, wenn ich hier in meinem Stuhl drin sitze? Ich meine, ich bewege mich ja da praktisch sowieso nicht. Da ist der Folgemodus nicht notwendig. Und insofern ist mir es lieber, ich kann den Folgemodus einschalten, aber wenn der an ist, dann kann ich nicht die Größe verändern. Ja. Nicht? Also der Folgemodus muss ausgeschaltet sein, dass das geht. Michael, geh mal in dieses Menü bitte und schalte mal dieses Studio-Licht ein und aus und auch diesen Blur-Effekt, dass wir das nochmal sehen, wie das bei dem Studio-Display ist. Ja, das Porträt können wir aussieht. Jetzt mal. Vielleicht können wir Michael vergrößern. Ja. Siehst du, jetzt ist der Hintergrund. Ja, genau, jetzt ist Blur. Jetzt ist er wieder geblurrt, jetzt ist er wieder. Ja. Es dauert immer einen kleinen Moment, bis es kommt, aber das geht gut. Und jetzt machen wir dasselbe noch mit dem Studiolicht. Ah. Beim Studiolicht werde ich jetzt mehr ins Zentrum gebracht und der Hintergrund noch dunkler. Ist jetzt eine Geschmackssache, ob einem das gefällt. Gehen wir mal zurück, dass wir mal so mal schlecht. Das lassen wir direkt mal an. Gehen wir hin und her mit dem Studiolicht. Ich gehe mal hin und her, ja. Das normal. Ist aus. Das ist an. Ja. Das ist also schon ein ziemlich massiver Effekt. Ja, ja. Am Anfang dachte ich, oh, zu übertrieben, aber letztlich sieht es also schon auch gut aus. Ne? Also ich muss sagen, ich habe das gestern mit einer mehrstündigen Skype-Session benutzt, wo ich jetzt auch mich nicht groß um die Beleuchtung gekümmert habe, weil das da nicht angebracht war und habe dann einfach diesen Studio-Modus da eingeschaltet und ich muss sagen, dass ich da wirklich auch gut rüberkam. Also eine Situation, wo normalerweise das einfach flach und scheiße aussieht. Und das hat mich da so ein bisschen gerettet. Ne? Nicht, dass einer darauf achten würde, aber mein Gott, immerhin. Ne? Also Software kann noch eine ganze Menge. Ja. Gut, also ich schalte das jetzt mal an. Finde, das schaut wirklich ganz gut aus. Gewöhnen wir uns mal dran. Guck mal, und ich sehe jetzt da jetzt ein bisschen flau aus irgendwie dagegen. Ne? Das müssen wir, weiß nicht, ob ich dir das erlauben darf. Ne? Tja, nein. Gut. Der kann. So, jetzt würde ich ganz gerne mal den Michael einladen zu einem Skype-Call. Und das haben wir schon vorbereitet, dass wir das dann gleich machen. Der Michael wird dazu ein iPad benutzen und werde ich ihn mal hier anfunken. Ja. Also jetzt wollen wir mal dieses Zusammenarbeiten da mal hinwursteln. Und ich nehme mal mein großartiges Text-Edit-Fenster, das wollen wir jetzt scheren. Und das geht entweder also in diesem Menü,
dass ich jetzt hier sage, hier Sharing, das ist dieser Button. Und wenn ich den drücke, dann kommt hier mal so ein neues Menü, wo ich also erstmal feststellen kann, wie ich selber dargestellt werde. Also entweder man sieht mich gar nicht oder man sieht mich klein oder man sieht mich groß. Hier kann ich sagen, ob ich nur ein einziges Fenster erstmal, also ich starte mit einem einzigen Fenster, es können nachher mehrere werden, also es geht pro Fenster, pro Fenster, pro Fenster oder eben gleich die ganze App oder gleich den ganzen Bildschirm. So, und ich mache jetzt, weil das so lustig ist, mache ich erstmal hier mich klein und dann ein Fenster und jetzt will er wissen, welches und das kann ich jetzt also hier mal machen und dann bin ich jetzt hier so als so ein Avatar irgendwie so aufgetaucht. Ja. Und das seht ihr hier, was der Michael gerade sieht und da bin ich jetzt und ich könnte zum Beispiel mal das Fenster ändern und ich nehme mal, ich mache mal erst nochmal aus, also abbrechen, so. Übrigens, dass ich das vergesse, das sind ja so Toggle-Button, ne? So Ein-Aus-Button, aber wenn ich jetzt hier draufklicke, ne? Ihr seht das, wie ich da draufklicke, ne? Klick, 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 ne? Geht es nicht mehr aus, sondern das kann ich hier unten wieder nicht mehr teilen. So, ich nehme mal ein anderes Fenster, das ein bisschen mehr hermacht. Aber jetzt geht da meine Maus nicht runter. Da jetzt, da wollte ich hin. So. Und jetzt kann ich mir übrigens hier so einen kleinen Shortcut machen. Ich halte mit der Maus mal länger hier drauf und sage ich dieses Fenster teilen. Und es ist jetzt auch geteilt und es ist jetzt hier blau geworden oder so türkis, nicht türkis, so lila. Und der Michael sieht das und jetzt gehe ich da klein drauf und jetzt kann ich das schön verschieben und sage, Michael, ne, das ist diese Funktion, die ich hier diese Funktion da. Ne? Und das kannst du da anklicken. Und ihr seht, ne, dass das so ein Fade-Out-Effekt hat irgendwie. Ne? Und auf meinem Studio-Display, wo ich das getestet habe, sah das aber so aus, dass ich da immer irgendwie so ganz unten irgendwie so drin saß mit diesem Center-Stage. Ich musste dann eine Center-Stage ausschalten und mich dann manuell zentrieren. Aber das Ding, was ich jetzt hier gerade habe, das hat sowieso keinen Center-Stage. Man kann die Größe nicht verändern. Und guck mal, ich versuche jetzt mal aus diesem Fenster auszubrechen. Also ich versuche es jetzt mal hier hinzuschieben. Ja, und das geht nicht, ne, sondern ich werde hier so ein bisschen geführt. So. Und ne, so. Und wenn ich jetzt in ein anderes Fenster gehe, hier hin, sagen wir hallo Michael. Ja, das geht weiterhin, aber der Michael sieht trotzdem nur dieses hintere Fenster. Wenn ich aber jetzt sage, ich will ein weiteres Fenster hinzufügen, das da. So, und jetzt sage, also hier kann ich das wieder rückgängig machen. Das wird mir erstmal nur so vorab angeboten. Dann kann ich sagen, nee, doch nicht. Könnte ja irgendwas Geheimnisvolles sein. Ne? Erst wenn ich jetzt fertig drücke, dann sieht der Michael diese Zusammenstellung und der Desktop-Hintergrund ist weg. Ja? Also das ganze Chaos, das ich da habe. Und wenn ich jetzt diese beiden Fenster auseinanderziehe, mache das hier mal so. Was sieht jetzt der Michael? Jetzt wird das wieder hier angepasst. Und wenn ich jetzt das Fenster rübernehme, so, was sieht der Michael jetzt? Moment, da muss ich, das muss ich auch rübernehmen. Na, da könnt ihr diesen Effekt sehen, ne? Dass das sich automatisch anpasst. Also es wird automatisch für das Fenster skaliert, das mein Gesprächspartner hat. Und wenn ich jetzt das so weg zur Seite ziehe, ne, dann sieht es auch mein Gesprächspartner und ich kann jetzt hier diese ganze Fläche benutzen. Das konnte ich vorher nicht. Ne? Jetzt kann ich auch hier hingehen und mal sagen, hier dieses Fenster und mal das Fenster da unten. Ne? Also das funktioniert jetzt. Und toll finde ich, dass ich gleichzeitig sehe, was ist los. Also wenn ich jetzt hier so präsentiere, ne, dann habe ich also diesen Screen hier vor Augen. Und ich werde jetzt mal dieses Fenster nicht mehr teilen. So, und macht es auch weg. So. Damit es ein bisschen einfacher aussieht. Und jetzt passt mal auf dieser tolle Effekt hier. Den machen wir mal in groß hier. Guck mal. Jetzt werde ich hier in groß, bin ich in groß zu sehen. Und jetzt wieder in klein. Ja. Und achtet mal drauf, wie der Hintergrund hier erscheint. Ne, das ist auch so ein Milchglas-Effekt. Plötzlich wieder eingeblendet. Ne, und dann irgendwie mein dummes Konterfei. Also. Ja, so und bei diesem Effekt,
Das ist doch relativ bemerkenswert, wie der funktioniert. Aber ich gucke erstmal zu Michael. Michael, zu diesem geteilten Screen mit dem kleinen Thumbnail. Sollen wir da noch kurz was zu erzählen? Ich gehe praktisch jetzt schon in den nächsten Punkt, aber ich will dir mal Gelegenheit erstmal geben, dich da einzuklinken. Gibt es eigentlich nicht viel zum Kommentieren, weil man hat gesehen, was das Ding hier kann. Wir haben ein bisschen experimentieren müssen, bis es überhaupt zum Laufen gekommen ist. Aber wenn man mal weiß, wie es geht, dann ist es eine relativ simple Aktion. Ist also nicht so schwierig, wie man zuerst mal glaubt, dass da eine Hürde da Hat ist. es denn bei dir gut Leider funktioniert? erklärt es Also hast Apple du ja mich da nirgends. gesehen oder hat es irgendwie geruckelt oder waren es irgendwie Artefakte oder so? Also die Technik ist gut. Ab und zu ist mal dein Erklärbild, also dein Kopf, der im Kreis war, der ist manchmal gehängt. Das hat mal 2 Sekunden, naja, 1 Sekunde gedauert, bis die wieder animiert war von der Mundbewegung. Aber das ist vernachlässigbar Okay. gering. Ich meine, das muss halt immer hochaktualisiert werden. Das ist ja auch irgendwo klar. Naja. Aber Gut. ansonsten geht es gut. Also, was waren die positiven Merkmale, dass man diesen kleinen Avatar mit der Maus verschieben konnte und dass man deswegen sagen konnte, hier, ne, oder man kann auch mal irgendwie eine Schulklasse oder sonst eine Schulung oder so die Leute auf einen bestimmten Punkt aufmerksam machen. Und ich habe hier auf meinem Mac, sehe ich genau, wo ist mein Kopf? Ne, ich habe eine genaue Vorschau. Und das ist ja wahnsinnig wichtig, dass man weiß, was sehen denn die Zuschauer? Und wie, also man kann es aber nicht irgendwie ein Screen haben, da sehe ich, was die Zuschauer sehen. Und ein Screen, da habe ich dann meinen Mac und so, sondern es ist zusammen und das macht hier auch irgendwie Sinn. Ja? Und warum das erwähnenswert ist, das sehen wir jetzt bei diesem großen Modus. Und zwar habe ich hier jetzt diesen Modus hier. Und der ist aus so verschiedenen Layern zusammenkomponiert, weil normalerweise funktioniert es so, dass dieses Bild hier wird auf das Videobild draufgelegt. Es geht ja nichts anderes, ne? Da werden einfach dann die Pixel draufgelegt. Und deswegen, wenn jetzt praktisch also hier so eine Einblendung wäre, so eine Art Wetterkarte oder sowas, ne? Also hier wäre so eine Einblendung, das Wetter. Und ich mache jetzt mit der Hand, gehe ich jetzt so drüber, dann würden die Zuschauer dieses hier sehen, weil das ja drüber gelegt ist. Und diese künstliche Intelligenz erkennt jetzt, was ist der Hintergrund und was ist der Vordergrund und setzt dieses Bild dazwischen. Und das ist schon wirklich bemerkenswert und das ist genau das, was wir hier haben. Also, ihr seht, dass ich davor gesetzt bin. Aber eigentlich, meine Kamera liefert ja nur diesen komplexen Pixelbrei und ich bin im Grunde genauso ein Teil dieses Pixelbreis wie diese Lampe da oder wie diese Traverse und diese. Und ihr seht auch, dass es hier teilweise nicht so richtig funktioniert. Ne? Ich da jetzt irgendwie, also wie so raus, ne? Dann merkt ihr, dann irgendwie ist das so Fakerei. Ne? Jetzt, wenn ich so direkt in die Kamera gucke, geht es schon ein bisschen besser. Ne? Aber ihr merkt, da ist was gefaked. Also das ist irgendwie, das ist spektakulär gut und ich glaube, dass es sogar auch bei meinem Studio-Display, das ja ein bisschen mehr moderner ist und so, nochmal irgendwie ein bisschen besser ist. Aber das ist schon ganz gut. Nur sehe ich das ja selber nicht. Sondern wenn ich jetzt irgendwas vorführe, habe ich ja das. Und jetzt führe ich da was vor. Ne? Und früher bei diesem Avatar, da konnte ich ja genau sehen, wenn ich jetzt das jetzt so hier vorführe, ne? Da gehe ich jetzt hier durch, ne? Und jetzt hier Bluetooth und so weiter, ne? Und allgemein, ne? Und da sehe ich immer, was los ist. Aber sobald ich jetzt umschalte zu diesem großen Dingens hier, ne? Sehe ich das nicht mehr. Und ich müsste das aber unbedingt sehen, weil ich ja jetzt das Ganze verdecke, ne? Und jetzt halte ich da meinen Vortrag und so weiter und das ist ja irgendwie Kacke. Und ich kann das zwar hier verschieben, ne, in diese zwei Positionen kann ich das verschieben, aber irgendwie sehe ich es nicht und da fühle ich mich irgendwie unwohl und das ist irgendwie seltsam. Das ist irgendwie einerseits cool, also echt genial gemacht, aber dann irgendwie am Schluss so ein bisschen lustlos. Da wurde das nicht zu Ende programmiert. Ich mache das jetzt mal mit einer Keynote-Präsentation. Und zwar habe ich sie, das ist die Kinopräsentation, die der Basti gemacht hat gestern über die Apple Watch. Und die kann ich jetzt ja vorführen im Vollbildmodus oder im Fenster.
Und ich muss nochmal hier stoppen. Also das ist die Präsentation und die kann ich jetzt vorführen im Fenster. Das ist jetzt der Gag. Ja. Weil wenn ich jetzt im, wenn ich, ich kann mal im Vorbildmodus machen, damit ihr mal das Unglück seht. So. Ne? Und jetzt ist ja irgendwie alles weg und ich komme auch nicht mehr mit der Maus. Ich will da jetzt da hoch, da komme ich jetzt nicht mehr auf meine Vorschau. Ne? Das ist weg, weil ich in so einem ganz krassen Vollbildmodus bin, der einfach mich da jetzt so reinzwängt. Das ist aber für Keynote ist das so gewollt. Also gehe ich raus und sage Vorführen im Fenster, dann ist es so ein bisschen geschmeidiger. Und jetzt starte ich die Präsentation und jetzt seht ihr, dass sie in einem Fenster ist. Und jetzt habe ich hier auch meine Vorschau. Aber, ne, und jetzt müsste ich halt noch sagen, also hier jetzt dieses Fenster hier teilen, gehe hier rüber. Moment, so rüber. Und jetzt sage ich hier Michael Kummer ersetzen. Guck mal, Michael, das ist ja auch hart, oder? Tja. So ist das Leben. Mache ich jetzt mal, ne? So. Und was sehen wir jetzt? Jetzt sehen wir halt dieses hier. Und ich kann jetzt hier mich entscheiden. Ne? Und jetzt könnte ich halt mich da irgendwie so an die Seite setzen und sagen, herzlich willkommen bei den Apple-Nachrichten. Wir haben hier die neue Apple Watch. Ne? Und dass dieser Finger funktioniert, das ist wieder spektakulär. Aber ich habe das Gefühl, das ist so für sehr statische Dinge, wo halt jemand wirklich steht, an einem Punkt vor so einem Flipchart und statt dem Flipchart hat er jetzt halt diese Keynote-Präsentation und dann macht er da so eine ganze Schulung irgendwie und dann weiß er, ich muss genau hier stehen. Ne? Aber trotzdem finde ich das doof, weil ich hätte trotzdem das Bedürfnis irgendwie mich hier irgendwie zu sehen. Also der Avatar, der muss hier trotzdem irgendwie eingeblendet werden. Das wäre das, was ich so erwarten würde. Und ich schalte es nochmal um dazu, ne? Und ihr könnt ja gleich sehen, dass das jetzt hier viel angenehmer ist, das vorzuführen. Und mich da mal so hinzusetzen und so, naja, also das ist so diese Geschichte und wir können das ja mal unter uns so ein bisschen diskutieren und mal gucken, wie die Zuschauer das finden. Es ist Zeit für ein Voting. Es ist, finde ich, eine großartige neue Funktion, eine deutliche Verbesserung, aber manche Sachen sind irgendwie ein bisschen seltsam, ne? Und jetzt mal gucken, ich mache mal ein gutmäßig schlecht Voting und willst du es gleich kommentieren oder sollen wir erst in die Kommentare der Zuschauer gehen? Ja, also ich kann auch gerne gleich mal was dazu sagen. Was mir auffällt, wenn ich das jetzt hier beobachte, ich sehe ja beides. Ich sehe, wie es ausschaut, wenn du dich selber siehst und ich sehe natürlich das Resultat auf meinem iPad und auch noch dazu auf dem Mac TV-Bildschirm. Es ist so, dass du natürlich, wenn du in der großen Darstellung abgebildet bist, ungefähr die Hälfte des Bildschirms tatsächlich verdeckst. Das heißt, die Möglichkeit jetzt da noch beim Zeigen recht viel damit anzustellen, jetzt in der rechten, in der wirklichen Präsentation, das ist eigentlich sowieso nicht sehr sinnvoll. Das ist mehr so für Übersichten, für Anfänge, dass ich sage, passt mal auf, Leute, wir sprechen heute über XY und hier habt ihr den Hauptbildschirm, das schaut so aus und dann gehst du ins Detail und wenn du ins Detail gehst, ist der kleine, dieser kreisrunde Darstellungsmodus der angezeigte. Und da bist du ja auch abgebildet, das heißt, du siehst, wo du bist, nicht? Aber für den großen Monitor, es ist eine Unterlassungssünde, muss man ganz ehrlich sagen. Und ich bin überzeugt, dass sich das auch noch ändern wird. Aber mit dem Kleinen funktioniert es natürlich super. Das ist ganz, ganz toll. Früher hat man bloß so einen Pfeil irgendwas gesehen und jetzt siehst du halt die Person und du zeigst, wohin. Das ist schon sehr viel persönlicher beim Präsentieren. Ja. Ist rätselhaft, ne? Vielleicht ist es auch eine Sache, die irgendwie was zu tun hat, dass die bei Apple alle überlastet sind da mit der Brille und so weiter und so fort. Und dann haben sie irgendwie gedacht, das machen wir irgendwie in einer 2.0-Version oder so, keine Ahnung. Ne? Aber wir sind ja nicht hier für Ausreden zuständig. Ne? Wir wollen bewerten, was wir gekriegt haben. Ne? Und es wäre so schön, wenn das jetzt schon funktionieren würde, weil das ja so eine tolle Technik ist. Ne? Und ich kann euch sagen, diese Komplexität mit, das eine sehen die Zuschauer, das andere sieht der Moderator in so einem Vorschau-Monitor und so weiter, das braucht doch eine ziemlich heftige Technik, weil viel gesplittet wird und doppelt angezeigt wird und das eine hätte ich gern da und das andere dort und das muss raus in Stream und das nicht und so weiter. Wenn das jetzt per Software funktioniert, super. Okay, wir gehen in die übrigens Kommentare. Ich habe schon eine Anmerkung zu dem Ganzen. Bist du schon drin im Ganzen? Dann lassen wir das mal nach hinten. Macht's erst die. Es ist ein Jammer, dass sich die Softwarehersteller nicht auf einen Standard einigen. FaceTime, Teams, Zoom, WhatsApp. Gut, dass Apple hier zumindest die API öffentlich macht und uns in allen Apps glänzen lässt. Only on the Mac. Ja, ich hoffe auch, dass, dass Skype da nachzieht, weil das wirklich sehr praktisch ist. Dann
Aber dass Apple den Skype-Leuten jetzt zeigt, wie man das wirklich macht, ne, das ist auch ein bisschen komisch. Endlich wieder eine MacTV-Sendung, wie ich sie mag. Michael Mehr am Wort. Danke sehr. Die neuen FaceTime-Funktionen sind ja großartig. Die Funktion selbst sowie die Vorführung. Toll. Bin leider noch nicht mit einem Intel Mac ausgestattet. Ja. Lieber noch mit einem Intel Mac. Also Michael, ne, das ist, wir nehmen das, also von mir hat ja hier keiner, aber ich komme auch sehr viel zu Wort. Lieber Eisbenny, ich werde dir mal Screenshots schicken von unserer Timer-App, wo wir mit so Fortschrittsbalken sehen können, wer hat welchen Redeanteil, ach, sieht man jetzt nicht, ne? Wer hat welchen Redeanteil? Ich mache mir nach der Sendung immer einen Screenshot, um zu gucken, habe ich das richtig verteilt. Und der Michael kommt nicht weniger zu Wort als alle anderen Talkboxer. Er ist ja bei den Spitzenreitern. Also da bin ich wirklich dahinter. Also ich kann dir das gerne mal schicken. Ja? So, dann alles in Mac sagt, bleiben die Kameraeinstellungen, wie Michael das zum Beispiel bei sich eingestellt hat, dann auch immer so gespeichert oder muss man das dann immer wieder alles neu einstellen, wenn man das Programm wieder neu öffnet? Das interessanterweise bleibt es, ich habe das heute schon getestet, wenn ich FaceTime ausstelle und wieder anstelle, ist tatsächlich die letzte Einstellung noch da. Ja, habe ich auch so in Erinnerung. Nun brauche ich also jetzt hier nicht ausprobieren. Dann Van Xaver sagt, die Funktion mit dem eigenen Kopf im Kreis ist super. Freue mich jetzt schon, dass das Gesicht meiner Mutter, wenn ich ihr mal wieder bei FaceTime was am Mac erklären muss, sie wird begeistert sein. Ja, ich habe auch das Gefühl, dass das irgendwie auch so ein bisschen albern aussieht. So ein bisschen Back to the Future, 80er Jahre, Michael J. Fox. Und dann ist man da plötzlich in so einem blauen Halbkreis drin. Weißt du, wie man sich in den 80er Jahren die Zukunft vorgestellt hat, ne? Noch, dass man noch so eine Fliege eingeblendet bekommt, hier eine, hallo, ich bin Ihr persönlicher Assistent, ne? Klicken Sie hier oder so, ne? Weißt du, diese Mac-Hilfe, die dann so rote Kringel gemacht hat, ne? Und ich sitze jetzt da mit so einem Kopf da und dann plötzlich auf dem Desktop. Naja, mal sehen. Dann, Tidus sagt uns, diese Screensharing-Sache werde ich zwar wahrscheinlich nie benutzen, aber ich finde es beeindruckend gut umgesetzt und durchdacht. Ja, also es sind positive Kommentare, danke dafür. Ich habe öfter mal so Sitzungen, auch so Podcasts oder andere Sachen, wo man sich entlang eines vorbereiteten Skripts, einer langen Agenda oder sowas so langhangelt. Und viele Sachen sind da schon als Text in so einem Pages-Dokument vorbereitet und so. Und meine Erfahrung ist, dass das viele Leute dann ignorieren. Und dann, ne, also so wie wenn ein Lehrer sagt, ihr schlagt alle mal Seite 5 auf und dann gehen wir da entlang und so. Ne? Und jetzt wäre ja irgendwie auch scheiße, wenn dann manche Schüler das einfach nicht machen. Und so ist aber die Welt online. Und wenn man aber sein eigenes Konzept shared und dann seinen Kopf dann da hinsetzt, dann sind die Leute ja mehr oder weniger gezwungen, da jetzt zu folgen. Und dann hat man so nicht den Effekt, dass dann halt Leute jetzt schon eine Frage stellen, wo sie sehen, das käme gleich eh dran und so. Und das bringt irgendwie so ein bisschen mehr Struktur in solche Sessions. Und so würde ich, glaube ich, diesen Kopf, diesen kleinen Avatar da benutzen. Ja, Michael, du hast das Schlusswort für diesen Bereich. Dann gehen wir mal weiter. Also man kann insgesamt wirklich der Begeisterung schon, man kann sie verstehen, also jetzt auch in den Zuschauerkommentaren ist ja eigentlich das gleiche Gefühl, das wir auch entwickelt haben beim Benutzen. Es macht eine diebische Freude. Und was mich am meisten verblüfft, ich schaue ja nebendran immer noch den FaceTime-Stream an. Der ist absolut lippensynchron mit dem, was sich hier abspielt auf unserem MacTV-Screen. Und das trotzdem, das völlig verschiedene Kanäle sind. Also da muss man ehrlich sagen, die Programmierer, die haben schon Gutes geleistet. Ja, also im Vergleich zu früher, gar kein Vergleich mehr. Ja. Naja. So, Voting auflösen. Und zwar, also wie gut findet ihr diese Avatar-Vordergrund-Hintergrund-Dingenskirchen irgendwie Sachen? Und 47% sagen gut, 23% sagen mäßig, 0% oder unter 1%, dann wird gerundet, sagen schlecht. Danke für das Voting. Und jetzt gibt es noch eine kleine Besonderheit, und zwar, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Notes-Dokument habe
Und wir können mal kurz auf meinen Bildschirm schauen. Ich habe jetzt also hier die Notizen hier für die, also praktisch mein Sendekonzept jetzt hier, ne? Und wenn ich jetzt das sharen will, und ich mache das hier wieder über diese Abkürzung, so. Und jetzt ist es geshared. Und jetzt müsste eigentlich hier so eine Notification kommen, wo es heißt, Moment mal, willst du das nicht dann auch bearbeitbar machen für alle anderen? Und das kommt jetzt nicht. Und normalerweise müsste es auch hier unten dann erscheinen. Das ist im Grunde ganz simpel. Das Ding merkt, dass man jetzt in einer Session ist mit 3 Leuten und hat ein Dokument. Und man kann jetzt also automatisch mit einem Klick einfach bestätigen, dass alle, die jetzt in dieser Gruppe sind, Zugriff haben auf dieses Dokument. Diese Funktion gibt es ja schon, indem man zum Beispiel ein Dokument teilt in einer iMessage-Gruppe. Und auch dort, es kam ja mit dem letzten macOS-Release raus, dass man eben nicht mehr jetzt 5 Apple-IDs oder E-Mail-Adressen da jetzt eintippen muss, mit wem man das jetzt sharen will, sondern einfach sagt jetzt alle in der Gruppe. Und das benutzt genau diese Technologie, eben alle jetzt in diesem FaceTime-Ding. Und dann kann man sich entscheiden, ob man das jetzt nur gemeinsam bearbeitet oder ob die anderen auch zum Beispiel den Cursor bewegen können, wenn man den ganzen Bildschirm shared und so weiter. Ne? Also da gibt es so verschiedene Abstufungen des Zusammenarbeitens. Ne? Also wird mein Cursor bewegt, das heißt also, die Aktion findet letztlich in meinem Dokument statt, auf meinem Desktop. Und übertragen werden ja dann nur so Mauskoordinaten letztlich. Ne? Und die andere Variante ist, dass es jeder im Grunde in seinem Dokument editiert und dann wird es über die iCloud mit einer Verzögerung von ein paar Sekunden wie üblich synchronisiert. Ne? Das ist sozusagen der Unterschied. Ja, also das fand ich irgendwie ganz toll, dass dieses Zusammenarbeiten von Dokumenten. Zack, man macht ein Notes-Dokument auf, alle sehen das, ich drücke auf einen Knopf, alle können mitarbeiten und so. Das finde ich schon irgendwie ganz toll. Also, das ist für mich so Wir der haben ja große Sinn. Ne? vorher, ja, nur weil wir es vorher ausprobiert haben, wolltest du mir doch auch mal den Zugriff auf deinen Bildschirm erlauben. Nicht? Da ist ja auch dieses Häkchen, wo man anhaken kann, dass ich dann mit meinem Cursor quasi auf deinem Bildschirm rumfummeln Wir kann. nochmal Das probieren? geht ja in die gleiche, können wir nochmal probieren, aber es ist im Prinzip ja das gleiche wie bei dieser Zusammenarbeit. Also ich fürchte, dass da ein mittlerer Bug in der Ja, Landschaft sitzt. so ein paar Bugs. Ja. Ich habe auch schon erlebt, dass das Ganze nicht mehr funktioniert mit dem Fenster auswählen, sondern dass man immer auf seinem Kamerabild wieder zurückgeworfen wird. Und dann gibt es da so Fehlermeldungen, wo es heißt, sieht so aus, als müssten Sie Ihren Mac neu starten. Versuchen Sie mal, ne? Versuchen Sie Ihren Mac neu zu starten und so. Also ja, aber klar, weil letztlich ist es ja eine Funktion, die über diesen Apps schwebt. Ne? Die muss ja übergreifend sein. Die Apps, die Fenster und so weiter, das ist eben eine Systemfunktion. Und wenn es da mal knirscht, dann knirscht es gewaltig. Also, ich gehe jetzt mal wieder hier in das Sharing und so. Und sage ich hier kompletter Bildschirm. Und jetzt ist alles so ein bisschen angebläut, damit ich das nochmal bestätigen kann. So. Und jetzt habe ich hier schon markiert, Steuerung erlauben. Michael, kannst du meinen Mauszeiger bewegen? Aber du bist jetzt bei dir auf dem iPad, ne? Vielleicht geht es deswegen nicht. Es ist möglich, das haben wir vorher auch geargwöhnt, dass es daran liegt. Also selbst wenn ich reinklicke jetzt in das Fenster, ist deine Maus immer noch unabhängig und sie wird von mir nicht beeinflusst. Aber das kann, wie gesagt, am iPad liegen. Ja, okay. Gut, also dann noch kurz einen Blick auf die restlichen Sachen. Also hier ist jetzt dieses Sharing-Zeugs, das Kamera haben wir ja schon erzählt und dann dieser Mikrofonmodus. Stimmisolation heißt, dass er versucht, die Hintergrundgeräusche auszublenden. Das ist Default. Und das kann man aber ausschalten, falls man mit einer Gitarre da sitzt oder falls man halt gerade irgendwie so eine allgemeine Gruppenszene irgendwie übertragen will. Aber das ist der Default, das ist normalerweise ausgeschaltet. Und erfordert auch die M-Prozessoren, um den besten Effekt zu erzielen. Gut, also das ist es gewesen. Haben wir noch irgendwas Wichtiges vergessen? Lass mich mal gucken. Ich habe bestimmt irgendwas vergessen, aber ich glaube, das war genug, oder? Das denke ich, waren jetzt wirklich die Features, die wir auch vorher noch durchgesprochen haben. Und ich finde, dass das wirklich schön ist, dass wir jetzt mal bei einer Sendung sowas auch zeigen konnten. Denn ich habe in YouTube relativ viel rumgeschaut. Ich habe noch nirgendwo irgendeinen Beitrag bisher gesehen, wo das gezeigt wird. Also da sind wir offensichtlich doch die Ersten. Ja,
Ist vermutlich jetzt für so YouTube nicht so interessant oder auch nicht so einfach zu zeigen, so hin und her und so weiter und so. Da wird es auf jeden Fall irgendwas geben. Ja? Und es fehlt das Spitzenteam. Das darf man nämlich auch nicht unterschätzen. Ich habe noch beim Probieren gestern noch eine Sache entdeckt. Die hat jetzt nur so bedingt was mit macOS Sonoma zu tun, aber ist doch wert, mal auch noch erzählt zu werden. Und zwar, ich wollte zwei Geräte haben, damit ich so eine Dialogszene wie jetzt mit dem Michael ein bisschen faken kann, habe ich mein iPad genommen. Und beim iPad ist sofort hier oben links auch so wieder so ein grünes Telefonsymbol erschienen. Und das ist der Funktion im Rahmen von Continuity und Handoff, dass man halt beim Mac beginnen kann und dann Telefongespräch oder FaceTime übergeben kann an ein anderes Gerät. Und deswegen wird es sofort mit diesem Button da angeboten und es hat gut funktioniert. Und man bekommt dann da auch so einen Button, wo halt irgendwie sagt, okay, wählen Sie erstmal ein Mikrofon aus und ein Mikrofon an, Kamera an, ne, was man so am Anfang so gesagt bekommt, aber eben auch Screensharing auf dem iPad. Und dann hatte ich das sehr simpel, dass ich mein iPad-Screen in diese FaceTime-Szene da einklinken konnte. Ne? Also man will jetzt mal sein iPad schnell zeigen, ohne, ich klinke mich mal aus, ich wähle mich dann gleich wieder ein und dann nehmt ihr mich bitte an und dann zeige ich euch mein iPad und so weiter. Ne? Das war nicht nötig, sondern einfach diesen Button, dann sagen Screen Sharing und zack und sofort war das auch auf dem Mac, der dann der Empfänger war, sofort sichtbar. Und das fand ich also sehr, sehr angenehm, weil bis jetzt waren diese Geräte in so Silos, ne, hier der Mac, da das iPad, kann es dann wieder nicht und so. Und das fand ich dann irgendwie ganz gut. Okay, dann lass uns mal schnell einen Blick in die Kommentare werfen. Und zwar haben wir noch einen letzten. Und zwar, es ist Mendres und er sagt, wenn man wirklich etwas an der Screensharing-Integration bemängeln möchte, dann, dass das Menü, das sich hinter dem grünen Maximieren-Button versteckt, mittlerweile ziemlich unübersichtlich wird. Mir würde es gut gefallen, wenn Apple da irgendwann aufräumen würde. Gut erkannt. Ich habe mir überlegt, ob ich das in so einer Pro- und Kontraliste ins Pro oder ins Contra schreiben soll. Ich fand das auch schwierig, weil man ist dann in so einer Konferenzsituation, man ist so ein bisschen in einer Anspannung und das muss alles schnell gehen und alle warten und Moment mal, hört ihr mich und so weiter, ne? So diese Friktion immer irgendwie. Und je simpler das ist, desto besser und es funktioniert auch wirklich nur, wenn es ganz simpel ist. Und da hast du jetzt so ein vielteiliges Menü, das auch je nach Szenario immer ein bisschen anders aussieht. Ne? Das ist echt nicht einfach. Aber diese Funktionen müssen ja trotzdem da sein. Man braucht ja diese Funktionen. Und wenn man das nicht einfacher machen kann, dann lieber an einem Ort. Und zwar in jeder App, immer, egal welche App, immer an diesem Ort. Und nicht, ja, bei Skype, da musste mal hier Einstellungen und dann User, Tilde, Komma, irgendwas und so, sondern immer an dem gleichen Punkt. Und das finde ich dann den besseren Kompromiss. Und insofern, auch wenn ich das Problem sehe, würde ich sagen, ist es eher eine Kontra-Sache. Michael, willst du das nochmal irgendwie ergänzen oder weghauen? Also nur aus meiner persönlichen Erfahrung sozusagen beleuchten. Es ist so, dass was du jetzt gesagt hast, das stimmt schon, es muss an einer Stelle hier sein, aber ich habe ehrlich gesagt ein paar Tage gebraucht, bevor ich dieses grüne Feld da oben überhaupt bemerkt habe. Das heißt, ich habe diese Einstellungen gesucht und ja, verflucht, wo ist denn das? Ich habe nämlich noch diesen Bartender, dieses Programm, das die Menübreite verschlankt. Jetzt ist es da unter Umständen auch noch verborgen, das Ganze. Also da habe ich mir natürlich selber einen Hacks gestellt, aber das zeigt, dass er nicht ganz Unrecht hat, der Mendres, dass das zwar hübsch ist, wenn es beieinander ist, aber man kann es schon auch übersehen, wenn man sich ein bisschen Mühe gibt. Ja. Guck mal, rufen Leute an, fragen wegen einer Rechnung. Mhm. Ja, dann sage ich Ihnen, ja, hören Sie zu, das ist ja hier, ne, hier können Sie mal gucken. Da steht's. Ja, da steht's. Genau. Also ich finde das mit diesem Dings, du hast vorher gesagt, das ist ein bisschen so vergangenes Jahrhundert, Back to the Future, aber ich finde das absolut heiß. Ja, man sieht schon so ein bisschen aus wie so ein speckiges kleines Frettchen. Guck mal, wenn ich jetzt mal das, können wir es mal in der Totalen zeigen? Ja,
wenn ich jetzt das Laptop so hochnehme, ne, dann achtet mal drauf, wie sich dieser Avatar verändert. Und zwar, wir schalten nochmal drauf. Ja, so, jetzt nehme ich es hoch. Ne? Und jetzt ist es so richtig vor meiner Nase. Und jetzt sieht es schon besser aus. Also das ist so ein bisschen die Szenerie, die sich ergeben würde mit einem Studio-Display, ne, wo man da irgendwie schön in die Kamera gucken kann. Und wenn es jetzt so Laptop-mäßig ist, dann sieht man irgendwie so ein bisschen, ich mache mal nochmal ganz, ne, das wirkt irgendwie ein bisschen komisch. Also da hat man es dann besser, wenn man irgendwie einen richtigen Desktop hat oder so einen Ständer oder so. Also nicht einen Ständer, ich meine so einen Standfuß. Ne, und das wirkt jetzt freundlich und so und professionell. Ne. Das ist gut, okay, alles klar. Und es gibt ja, Laptops, ein Satz noch kurz. Es gibt ja Laptops, ja, die haben, weil sie diesen ganz dünnen Rand haben wollen, haben sie die Kamera unten beim Scharnier. Ja, da kann man mal, ne, wie man da aussehen würde. Ne, das sieht aus wie hingekackt und hingeschissen, wie man so sagt. Geht gar nicht. Also dann lieber die Notch. Sorry, Michael, ich hatte dich unterbrochen. Nee, es beleuchtet auch nur das, was du gerade gezeigt hast. Der Punkt ist, dass wenn dieser Bildschirm so nach hinten weggeklappt ist, dann schaut es so aus, als wenn du von oben auf die Leute runterschauen und dich nach hinten zurückgelegt hättest. So wie so ein ungefähr 5 Zentner schwerer Mensch, der sich da gerade noch irgendwie ins Bild hier bringt. Das ist natürlich eine blöde Verzerrung, nicht? Aber beim Studio-Monitor, wenn das alles stabil ist und dann auch in einem vernünftigen Winkel ist, ist das Problem natürlich nicht gegeben. Aber und Michael, da hast du schon recht. Da wissen wir jetzt auch, oder wir haben so eine Ahnung, warum wir in diesem Studio-Display auch diesen Mörder-Prozessor drin haben. Es könnte damit zusammenhängen, dass wir da jetzt solche Layer-Funktionen bekommen, dass so ein Bild virtuell neu zusammengesetzt wird. Ne? Also wenn man nochmal guckt, hier, ne, so sehe ich in Wirklichkeit aus und so bastelt mich jetzt da diese Engine dahin. Ne? Das hätte es zu meiner Zeit nicht gegeben. Also das ist schon irgendwie ganz... Übrigens auch kaum Artefakte außenrum. Das ist wirklich relativ sauber ausgeschnitten. Ja, so an Haaren, ne, merkt man schon so ein bisschen. Ne? Ja. Weißt du, Michael, wir müssen längst zum Schluss kommen, aber das macht so einen Spaß, ich weiß, damit rumzuspielen. Ja? Okay. So, jetzt müssen wir aber Schluss machen, liebe Leute. Das war also eine lange, lange Vorführung. Wie geht es jetzt weiter in der Sendung? Wir verabschieden uns von den YouTube-Zaungästen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Die Stunde ist um. Kommt zu mac-tv.de und guckt weiter. Wir machen jetzt erstmal eine freie Diskussionsrunde, einfach auch, um diese interaktiven Elemente der Sendung wieder ein bisschen nach vorn zu bringen. Also wir wollen von den Zuschauern dies und jenes wissen, wie sie diese Dinge einschätzen. Also einen Diskussionsbeitrag und dann werde ich nochmal die neue Diktierfunktion zeigen, die abgeleitet ist von iOS, wo sie sich ja deutlich verbessert hat. Und da gibt es viele lustige Dinge zu zeigen, auch Dinge, die nicht funktionieren. Ich weiß nicht, ob das was wird, aber ich fand es sehr interessant. Und es ist so eine neue Baustelle, so eine neue Frontlinie irgendwie. Ne? Und alles das kommt nach einer kurzen Pause, also bleibt dran. Bis gleich.